So, jetzt auch am Strand die Vorschau mit drei Experten. Lars, Stefan und Herr Kaczmarek. Erstmal hallo. Bei sonnigem Wetter am Timmendorfer Strand. Wie habt ihr die letzten Vorbereitungen getroffen und wie sind eure Erwartungen für die DM? Herr Kaczmarek, Sie zuerst. Keine Vorbereitung und keine Erwartung. Okay, also du weißt, wer Erster wird. Ja. Julius und Jonas. Das ist richtig. Das hat er nämlich vorhin schon gesagt, außer einer bricht sich noch die Knochen. Ne? Genau. Was wir nicht hoffen. Es war so, dass er gar nicht mehr laufen kann. gewinnen sie immer noch. Genau. Stefan, gerade noch diskutiert über deine letzten World Tour Auftritte jetzt zurück in Deutschland mal wieder. Ob es 17 zu 17 war oder zu 7, wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wie sind deine. Ja, genau. Tipps, genau, Lars. Wie sind deine Erwartungen und was hast du dir vorgenommen? Auch nicht so viele Erwartungen. Dass das Wetter schön ist, das reicht mir schon. Okay, so. Lars, alter Goldmedaillengewinner von der. Von Sydney damals? Das ist richtig. Sydney. Das ist dieser Arme. Genau. Davon lebt er heute noch. Lars, erzähl. Auch hier Gold, oder was? Also, wenn man einmal eine Medaille gewonnen hat, kommen alle Leute auf einen zu und man muss immer Programme geben. Und Interviews. So bleibt das hier auch. Lass mich raten, du hast keine Erwartungen und eigentlich soll das Wetter nur schön sein. Wir gewinnen wieder Gold, haben wir uns jetzt dran gewöhnt. Das sind wenigstens mal Aussagen. So, dann haben wir beim Hintergrund noch Marv und Tim. Marv, schöne Fahrt gestern gehabt, gut ausgeschlafen und gleich trainiert. Ja, habe ich auch gehört. Ja, ist daheim, ab morgen werde ich totgeworfen. Und Schlüsselbänder. Rivella. Ja, ist alles da, die Zone. Wie sind eure Erwartungen? Lass mich raten, ihr habt keinen.